Baubeginn an der Gliwiner Straße, Ecke Lange Straße. Auf dem lange leerstehenden Areal hat die Wohnungsgesellschaft Güstrow mit dem Bau von zwei Gebäuden begonnen. Vor dem Güstrower Architekturbüro Kuse und Fliege stand die Aufgabe, an einem der Hauptzugänge der Güstrower Innenstadt und in der Nachbarschaft zur Heiliggeistkirche Altes und Neues, Historisches und Modernes harmonisch zu vereinen. Bei den Gründungsarbeiten sprachen schon manche Kiebitze von einem kleinen Venedig des Nordens. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Ja, es ist erstmal eine Baustelle in der Innenstadt. Da sind wir ganz stolz drauf, dass wir Leergrundstücke wieder neu bebauen können. Und hier werden 7 Wohnungen und ein Gewerberaum entstehen. Fertigstellung ist für Mitte nächsten Jahres geplant. Und was Sie im Moment hier sehen, das ist die Bohrpfahlgründung. Das heißt, der Untergrund ist nicht ausreichend tragfähig auf einem Teil der bebauten Fläche. Und da müssen wir ein bisschen nachhelfen und Bohrpfähle 7 Meter tief einbringen, auf denen dann die Bodenplatte fixiert wird. Insgesamt wurden an dieser Stelle 32 Bohrungspfähle von je 3 Tonnen Gewicht in die Erde gerammt. Archäologen, die das Gelände zuvor untersucht hatten, vermuten, dass sich im frühen Mittelalter an dieser Stelle ein Arm der Nebel befunden haben könnte. Er wurde wahrscheinlich im Zuge des Baus der Stadtmauer umgeleitet. Die WGG schafft an dieser gefragten Stelle eine 2- und 6 Dreiraumwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 499 Quadratmetern. Das kleine Ladengeschäft an der Straßenecke wird 55 Quadratmeter groß sein. Insgesamt investiert die WGG eine Summe von knapp 1,3 Millionen Euro in dieses Bauvorhaben.